Im Sinne der Ressourcenschonung sind gerade auch in der Kreislaufwirtschaft immer wieder kreative neue Ideen gefragt. Was aber, wenn bei einem neu entwickelten Verfahren noch nicht genau klar ist, wie es tatsächlich im Dauerbetrieb funktioniert? Das Abfallwirtschaftsgesetz bietet hier eine Möglichkeit, die wir uns heute näher ansehen möchten. Hallo und herzlich willkommen bei 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Katharina Häusler von der Umweltrechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Standorten in Wien, Graz und Salzburg. Hinter einer neuen Abfallbehandlungsanlage stecken oft viele Jahre des Entwickelns und Tüftelns. Hat man eine neue Anlage entwickelt und möchte sie an einem konkreten Standort umsetzen, braucht man dafür natürlich eine abfallrechtliche Anlagengenehmigung. Viele der durchaus genauen Fragen, die im Laufe eines solchen Anlagengenehmigungsverfahrens zu beantworten sind, lassen sich aber vielleicht noch gar nicht so genau beantworten. Zum Beispiel, wie sich eine Anlage im Dauerbetrieb dann tatsächlich von den Emissionen her auswirkt. Vielleicht ist man sich auch selbst noch nicht ganz sicher, ob manche Verfahrensschritte besser auf die eine oder doch eher auf die andere Weise funktionieren. Das Abfallwirtschaftsgesetz bietet für solche Fälle, wie im Übrigen auch in ähnlicher Weise die Gewerbeordnung, eine sehr praktische Möglichkeit, den sogenannten Versuchsbetrieb. Voraussetzung für einen Versuchsbetrieb ist, dass man entweder selbst die Vorarbeiten noch für die genaue Projektausarbeitung benötigt oder umgekehrt, dass die Behörde die Ergebnisse der Vorarbeiten benötigt, um tatsächlich die Auswirkungen der Anlage im Dauerbetrieb beurteilen zu können. Der Versuchsbetrieb dient daher auch sozusagen der Beweismittelschaffung. Den Antrag für einen solchen Versuchsbetrieb muss man bei der zuständigen Abfallbehörde, das sind die jeweiligen Landeshauptleute, stellen und Parteistellung in einem solchen Verfahren hat nur der Projektwerber selbst. Das beschleunigt natürlich das Verfahren. Die Unterlagen müssen aber schon so gut ausgearbeitet sein, dass der Behörde tatsächlich möglich ist, zu beurteilen, ob die Anlage später tatsächlich genehmigungsfähig sein wird. Ist das der Fall, dann kann sie einen Versuchsbetrieb für maximal 2 Jahre genehmigen. Diese 2 Jahre beginnen erst dann zu laufen, wenn man tatsächlich mit den Vorarbeiten beginnt, also nicht schon mit der Bescheiderlassung. Achtung, es gibt dann aber keine Verlängerungsmöglichkeit. Das heißt, wenn man die nötigen Ergebnisse hat, die man benötigt für das ordentliche Verfahren, dann sollte man rechtzeitig daran denken, einen Antrag zu stellen, damit man dann auch eine weitere Genehmigung rechtzeitig hat.